Anhaltende Regenfälle und orkanartige Stürme, eine Wettermischung, die in fast ganz Deutschland schwere Schäden anrichtete. Mindestens 3 Menschen kamen ums Leben, mehrere Gemeinden lösten Katastrophenalarm aus. Die Flüsse Mosel, Nahe, Lahn und Saar traten über die Ufer und überschwemmten zahlreiche Straßen, Innenstädte und Felder. Kirn an der Nahe. Trotz Vorwarnung hat das Hochwasser hier viele Menschen überrascht. Denn noch nie sind die Fluten so schnell gestiegen. Die Zeit reichte nicht, um alle Geschäfte leer zu räumen. Das Wasser stand am Mittag einen halben Meter höher als bei der letzten Flutkatastrophe. Nichts funktionierte mehr, weder Strom noch Telefon. Auch die Kläranlage ist ausgefallen. Rund 70 Menschen wurden vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht. Zum Hochwasser kam der Sturm. Eine Orkanböe hat in der Nacht diese Hauswand eingedrückt. Jetzt droht das Gebäude einzustürzen. In Kirn hat sich die Lage etwas entspannt. Dieses Mal Kirn getroffen. Was keiner geglaubt hat, noch mehr Wasser als vor einem Jahr überflutete die Stadt. Der Marktplatz ein wenig wie in Venedig. Selbst die Feuerwehr und die Polizei hat es erwischt. Kein Strom, kein Telefon, alles lief nur noch per Funk.